Ja, es war jetzt für uns natürlich also eine kleine Wundertüte, sage ich mal, weil wir nach 4 Jahren Pause nicht genau gewusst haben, in welche Richtung das Thema geht. Wir haben die Erfahrungswerte aus 10 Jahre vorher, vor Corona, gehabt. Ja, wir sind zufrieden. Man muss wirklich sagen, wir sind zufrieden. Die Resonanz war durch die Bank gut. Ich meine, es waren die 6 wichtigsten Lieferanten bei uns im Haus. Das ist ja schon mal eine dementsprechende Wertschätzung für uns, sage ich jetzt einmal, dass die gekommen sind. Wir haben sehr viele gute Gespräche gehabt. Das ist auch wichtig. Es geht nicht immer nur um Masse, sage ich mal, sondern halt der Inhalt ist halt auch entscheidend. Und wir sind wirklich zufrieden. Ja, es hätte vielleicht der eine oder andere vielleicht mehr sein können, aber auf welchem Niveau haben wir jetzt? Ja, auf 1,5 Tage rund 45 Vereine im Haus zu haben und da durchwegs gute Gespräche zu führen, das finde ich ist jetzt schon ganz ordentlich. Also wir sind wirklich zufrieden. Ja, es ist schon in einer gewissen Weise einzigartig. Also es wird nicht von jedem Händler durchgeführt und es ist auch natürlich als Firma immer schön hier zu sein, den Austausch sowohl mit den Endkunden zu suchen als auch mit dem Händler und natürlich auch mit den anderen Firmen, die hier vor Ort sind. Beim Hofbau ist es echt was Einzigartiges. Da kommen knapp 100 Vereine aus den Regionen. Also mir persönlich taugt das immer, weil man auch direkt Kontakt zu den Vereinsverantwortlichen hat, die neuen Trends herzeigen kann, die neuen Kollektionen und speziell unseren neuen Team Creator, wo sich jeder Verein sein eigens gestaltetes Trikot zusammenstellen kann. Ja, super Gesprächsthema, auch gerade mit den Endkonsumenten. Einfach ein Austausch für die Produkte. Wie kommen die Produkte bei den Vereinen an? Was für Qualität? Wie sie zum Qualitätsstandard stehen? Ob sie Probleme haben? Super nah am Konsumenten dran zu sein, ist super wichtig und hat man hier sehr gut die Möglichkeit. Ja. Ende der 70er, Anfang der 80er war die ganze Bundesliga in die alle Vereine, Bayern, Dortmund, was auch immer, das war alles Ehrenmann. Und Nationalmannschaft, wir sind ja 74 Weltmeister geworden, da war die Nationalmannschaft, das war ein Ehrenmann. Olympischen Spiele 72, da waren die ganzen Athleten in Ehrenmann, also Klaus Wolfermann, Heike Rosenthal, um nur ein paar zum nennen. Es war alles Ehrenmann-Domäne. Es war durch die Bank alles dabei. Es war wirklich jetzt auch die Geschichte dabei, wie es zu erwarten war. Wie lange braucht man da tatsächlich einen Ball zu nähen? Welche Vorteile hat ein geklebter Ball? Welche Vorteile haben die anderen Geschichten? Welche Probleme haben die Vereine? Wie kann man tatsächlich auch Sponsoren gewinnen? Wo man im Bereich der Dynamik dann immer die Schnittmenge so hat, dass man mit einem direkten Fachhändler einfach auch reden kann. Also das ist auch der Sinn der Hausmesse. Das läuft auf Augenhöhe ab. Also wir sind jetzt mittlerweile seit 3 Jahren bei Teamsport Hofbauer und ich denke mal, dass die Zusammenarbeit da über den Sommer dann hinausgeht. Einfach die Verlässlichkeit, die Liefertreue und auch wenn irgendwas einmal kurzfristig sein muss, ist Teamsport Hofbauer sehr bemüht. Und deshalb ist es natürlich auch für uns eine Pflicht, dass wir da heute da sind. Also absolut sensationell, was da heute wieder geboten wird und läuft auf Augenhöhe ab und wir sind hochzufrieden mit Hofbauer. Die Idee finde ich super. Die hat jetzt 2 Jahre ausgesetzt. Sonst wäre es schon früher gekommen und ich habe noch nicht viel gesehen, ich bin gerade erst rein, bin hoch interessiert und freue mich auf ein paar Snacks, auf die Partner, die hier sind und Hofbauer mal persönlich kennenzulernen. Die Faustmesse wird es nächstes Jahr mit Sicherheit wieder geben. Ja, also wir haben natürlich jetzt immer wieder auch schon Ideen im Kopf, was wir nächstes Jahr schon wieder machen können. Also das muss man auch dazu sagen, bei uns war es heuer ein bisschen knapp in der Planung, weil wir eine neue Warenwirtschaft zum Jahreswechsel eingeführt haben. Jetzt ist die Hausmesse ein bisschen zu kurz gekommen, vielleicht in der Bewerbung. Das wird nächstes Jahr wieder ein ganz anderes Thema sein. Also wir haben schon das eine oder andere im Petto, was wir nächstes Jahr umsetzen möchten, das glaube ich schon einmal wieder eine Steigerung ist von dem Ganzen. Aber der Kern dieser ganzen Geschichte, die Informationsplattform zu schaffen mit den anwesenden Lieferanten, die guten Gespräche zu führen, um das Jahr ein bisschen zu planen. Wir reden teilweise schon über das nächste Jahr, wenn jemand ein Jubiläum zum Beispiel hat, werden schon Sachen besprochen. Das wird der Kern natürlich bleiben, aber drumherum haben wir schon noch die eine oder andere Idee, die wir nächstes Jahr wieder umsetzen werden.